Doch stell dir vor, was sich soeben unter unserer Haustür verschwindet. Ja, vielleicht, wie wir zusammen ins Kino gehen. Ja, also wir glauben dir morgen. Also das ist sicher ein Fehler. Jungs! Wer auch immer es ist, weg! Ich finde das ganz, ganz wichtig für die Jugendliche, dass sie diese Ausdauer entwickeln, dass sie Präsenz haben können, dass sie sich einfach entwickeln können. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann mich nicht selber belügen. Für mich ist das Besondere an unserer Theatergruppe, dass wir einfach so einen starken Teamzusammenhalt haben. Klar, wir sind wegen des Theaters da, aber es ist auch so, dass wir irgendwie einfach über verschiedene Themen sprechen. Auch einfach, dass man mal über seine Interessen und Probleme redet und ja, ganz friedlich auf jeden Fall. Ich merke auch den Unterschied, wenn sie neu sind, wie es dann am Ende werden. Und das ist für mich Erfolgserlebnis pur. Das war jetzt meine dritte Aufführung. Und ich habe gemerkt, dass ich entspannter war. Bei der ersten war ich super nervös, aber da war ich auch 12. Ich bin eigentlich für ganz was anderes hingekommen. Aber meine Mama hat gesagt, dass ich auch hier mitspielen kann. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Im Schauspielbereich, also ich will es auch machen. Aber mal sehen, wohin mich die Zukunft bringt. Zu tun! Nein! Es kann manchmal anstrengend sein, wenn man jeden Freitag 2 Stunden Theater hat und dann vor den Aufführungen oftmals auch das ganze Wochenende hier probt. 2, wir essen keinen Brei. 3, 4, wir trinken lieber Bier. 5, 6. Aber im Endeffekt macht das riesengroßen Spaß und ich würde es jedem weiterempfehlen.